ich bin's wieder, eure Soppel, und ich mache heute eine Einkaufshaul, und zwar von den ganzen Sachen, die ich in London gekauft habe. Und ja, ich wollte auch noch kurz sagen, dass ich vielleicht mal so ein Fragen- und Antworten-Video machen will, und da brauche ich natürlich eure Fragen. Und die könnt ihr mir auf Twitter, da heiße ich Soppel2002, oder auf Insta, da heiße ich Soppel-2002, oder hier in die Kommentare schreiben. Und ja, los geht's! Als erstes habe ich hier dieses T-Shirt, und das ist von Superdry. Und ja, das ist hier oben so hell und es wird dann hier so blau und mit so einer pinken Aufschrift. Und ja, es ist von Superdry. Und dann habe ich hier noch ein Oberteil von Superdry, und das war, es ist ein Top. Ja, und das hat auch so einen Farbverlauf wie das hier. Nur das ist so pink und geht dann in das Dunkelpink mit blauer Aufschrift. Und ja. Und dann habe ich noch ein Oberteil von Superdry. Das blende ich euch hier jetzt mal ein. Weil das ist gerade in der Wäsche, deshalb kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Und dann habe ich noch ein Oberteil von Superdry, und das ist eher, also das ist so ein Pulli. Also der ist so grau, so hellgrau, und hat hier unten dann so, also das sind so, so ein Blumenmuster. Und ja, ich finde den total schön. Und ja, und dann habe ich hier noch ein Kleid von Superdry, und zwar ist das so schwarz mit so Rosenblumen drauf. Und hier oben hat es auch so spitze Art. und hinten ist es so. So. Und ja, ich finde das auch total schön. Und dann habe ich noch eine Jacke von, also so eine Fleece-Jacke oder Sweatshirt-Jacke von Superdry. Wir haben nämlich viel in Superdry gekauft. Und zwar hat die hier oben so ein Fell, also total flauschig. Und innen ist die auch richtig weich, also das ist ja, total weich. Und das ist so ein Dunkelrot. Und ja, ich mag diese Jacke, die ist so schön kuschelig. Und dann habe ich hier noch so eine weiße Hose von Superdry, also eine ganz weiße, ohne Löcher und so. Weil ich hatte irgendwie gar keine weiße Hose, schon voll lang nicht mehr. Deshalb habe ich mir eine gekauft, und die ist so High-Waist, skinny, und ja, die ist ganz normal und weiß. Und als letztes von Superdry habe ich hier noch so eine kurze Jogginghose. Und ja, die ist total gemütlich und die ist dunkelblau. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich finde sie schön. Und dann waren wir noch bei Bershka, und da habe ich diesen schwarzen Rock. Also, das ist so ein Skater-Rock. Und ja, der ist schwarz. Und vom Bershka habe ich dann auch noch diesen Pulli da. Ja, der ist so blau-weiß. Und den finde ich auch total schön. Und dann waren wir noch bei H&M, und da habe ich noch ein Kleid bekommen. Und zwar, ja, es ist auch so Skater-Art. Das ist so dunkelblau, weiß auch, wie der Pullover. Und ja, ich finde das auch total schön. Und dann habe ich hier noch zwei Paar Schuhe von dem Laden Ulanka oder Julenka, von dem ich euch schon in meinem Vlog erzählt habe. Der ist der Link in der Beschreibung. Und ja, einmal sind das diese Converse-Schuhe hier. Die sind so cremefarbig. Und die haben da solche Steine drauf. Und ja, deshalb, ich finde, die sind nicht so normal, wie normale Converse. Und ja, ich finde die total cool. Und dann habe ich noch so Vans, die sind schwarz und die haben da so Blumen drauf. Also die sind so rosa mit so grün, und ich finde die Schuhe schon echt cool aus. Ich wollte schon immer mal so genau solche Schuhe, und jetzt habe ich sie. Und dann war ich ja noch bei Lush, und da habe ich ja Geschenke gekauft. Aber auch Sachen für mich, und ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich für mich gekauft habe. Und zwar einmal ist es hier dieser Lip Scrub. Das ist so Mint-Geruch. Und ja, also ich finde, der ist voll cool. Also voll gut. Und ja. Und dann habe ich noch von Lush solche, so, was sind das?
Würfel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall macht man das mit Wasser. Man tut das mit Wasser so vermischen. Und dann wird es halt weich. Und dann wird es so eine Handcreme. Und die ist, die habe ich dort mal ausprobiert. Die ist richtig gut. Also die fühlt sich richtig geil an auf den Händen. Und ja, also die heißt Golden Handshake. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig cool auch, sowas mal zu machen. Und deshalb habe ich mir das auch gekauft. So, und dann habe ich noch Süßigkeiten. Also ich habe geschaut, ob es in England so Süßigkeiten gibt, die es bei uns nicht gibt. Aber ich habe irgendwie nicht wirklich Süßigkeiten gefunden, die es bei uns nicht gibt dort. Aber 3 Süßigkeiten, wow. Und die probiere ich jetzt mal mit euch aus, weil die irgendwie geil ausgeschaut haben. Und von denen ich glaube, dass es sie nicht in Deutschland gibt. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, ich will jetzt nichts sagen. Wenn es sie gibt, dann sorry. Als erstes habe ich hier diese Kekse. Und die sind richtig cool, weil das irgendwie so Pudding ist. Mit Himbeere. Also, die schauen hier auf der Verpackung schon mal richtig geil aus. Ich probiere jetzt mal. Vor allem, wenn das Pudding ist, ist ja voll cool. Oha. Die schauen mir mal voll cool aus. Also die schauen so aus und das ist Himbeere und das ist irgendwie Pudding. Und ja, ich probiere den jetzt mal. Boah, die schmecken echt geil. Die schmecken echt gut. Gut. Schmecken echt gut. Also die schmecken mir total gut. Ich bin mir nicht sicher, ob sie in Deutschland gibt. Ich glaube nicht. Die sind nämlich von Marks & Spencers. Und die sind so gut. Oh mein Gott. Vor allem, man schmeckt da auch wirklich Himbeere. Und auch irgendwie schon das Pudding. Zwar nicht so stark, aber wenn man es weiß, dann schmeckt es irgendwie schon nach Pudding. Wenn ich es jetzt nicht wüsste, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das merken würde, dass das Pudding ist. Aber ich finde, wenn man es weiß, dann schmeckt man das auf jeden Fall. Und ja, das ist echt richtig gut und schaut cool aus. Dann habe ich hier als nächstes das hier. Und das ist ein Walnut Classic Whip, also mit Walnuss ist es halt und sowas habe ich auch bei uns noch nie gesehen. Schaut irgendwie total lustig aus. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt, weil Walnuss, naja, weiß nicht. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, hä? Das schaut aus wie Marshmallow. Und da ist eine Walnuss oben drauf. Okay, das ist echt lustig. Was ist hier passiert? Okay, ich probiere das jetzt mal, wie das... Ja, das ist für echt Marshmallow. Das ist richtig die Marshmallow-Konsistenz, was da drin ist. Oha. Also ich probiere es jetzt mal. Also die Schokolade schmeckt wie ganz normale Schokolade. Und so schmecke ich eigentlich gar nichts von Walnuss. Aber ich bin ehrlich gesagt froh. Vielleicht hat es ja nur, weil da die Walnuss oben drauf war. Keine Ahnung, das, diese Creme schmeckt auch nicht nach Walnuss. Aber es schmeckt geil. Also das ist jetzt eigentlich so Marshmallow mit Schokolade. Das schmeckt, also Marshmallow in der Schokolade, da ist so ein Loch. Das schaut so cool aus, also schmeckt auch richtig gut. Ich schmecke da gar nichts von Walnuss. Also wenn man das jetzt wegen der Walnuss kaufen würde, dann wäre das auf jeden Fall ein Flop, weil das überhaupt nicht nach Walnuss schmeckt. Aber wenn du einfach Schokolade mit Marshmallow drin haben willst, dann kauft ihr das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das gibt es nicht in Deutschland. Aber, oh mein Gott, ich finde das gerade so geil irgendwie. Weil es schmeckt auch wirklich richtig gut. Und als letztes habe ich da noch so einen Riegel. Und da ist Milchschokolade mit Peanut Butter und Crunchy Salted Peanuts. Okay, also mal schauen, wie das schmeckt. Also es hört sich irgendwie geil an. Also es hört sich richtig geil an. Mal schauen. Okay. Wenn ich es aufkriegen würde. Ah, jetzt. Oh, das ist schon ein bisschen zerdatscht. Ups. Ja,
Okay. Okay. Also, es schmeckt extrem geil. Das schmeckt sowas von geil. Und man schmeckt auch ein bisschen Salz, weil es ja gesalzenes Erdnüsse sind. Und es schmeckt so gut. Oh mein Gott. Also das ist richtig gut. Schmeckt so ein bisschen wie wie heißt es jetzt? Nicht Mars? Ah, jetzt weiß ich wieder, wie es heißt. Es heißt Snickers. Snickers heißt es. Genau, so schmeckt es ein bisschen. Zwar nicht ganz so, weil bei Snickers schmeckt es nicht so, also da ist es nicht so mit dem Salz. Aber der schmeckt echt richtig gut. Weil beim Snickers ist ja Karamell, glaube ich, irgendwie noch drin. Und da ist einfach die Peanut Butter Creme. Also, ja, das schmeckt einfach richtig gut. Obwohl es zermatscht. Obwohl es so zermanscht ist. Ja, das wollte ich sagen. Aber das schmeckt wirklich voll gut. Aber es ist halt richtig, richtig süß. Also die Sachen, ich muss sagen, die sind alle gut. Dieses Walnussding, was nicht nach Walnuss schmeckt, sondern nach Marshmallow und Schokolade. Dann die Himbeerkekse mit Pudding. Und dieser geile Peanut Butter Riegel. Schmeckt wirklich alles richtig geil. Also wenn es das in Deutschland gibt, müsst ihr euch kaufen. Es schmeckt so gut. Müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn nicht, dann nicht. Aber das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, könnt ihr mir das ja mit einem Daumen nach oben zeigen. da würde ich mich sehr freuen. Und ihr könnt auch sehr gerne Abonnent meines Kanals werden. Das ist kostenlos. Und ja, bald haben wir nämlich 200. Das ist krass. Und ja, wegen den Fragen, die könnt ihr mir, wie gesagt, auf Twitter hier oder auf Instagram schreiben. Und ja, ciao!